Wissen. Herr Russi, diesmal nimmt er uns nicht die Goldene. Susanne, Herr Russi, auf welche Schwierigkeiten haben Sie sich bei dieser Abfahrt vorbereitet? Ganz ehrlich, ich kenne den Potschakofel als einen unglaublich schwierigen Berg, der einem keine Verschnaufpause gönnt. Den muss man strategisch angehen und kühnen Kopf bewahren. Und das sind Ihre Stärken? Genau. Das könnten meine letzten Olympischen Winterspiele sein. Und ich werde versuchen, was bisher noch keinem gelungen ist, nämlich zweimal Olympia-Abfahrtsgold in Folge. Aber jetzt wird's spannend mit der Startnummer 3, der Olympiasieger von Sapporo, Bernhard Russi. Der Schweizer Top-Techniker rutscht ins Starthaus vor. Und sauber herausgekommen, dann nimmt er schon die erste Kurve. Schön meistert er den Ochsenschlag. Und über die Kante. Beim BMX. Er fährt die absolute Ideallinie. Da lässt er keine Zeit liegen. Und schießt gekonnt über den Johannesweg. Zielhang. Und die Zeit. 1:46.06. Das, meine Damen und Herren, ist ein neuer Streckenrekord. Bernhard Russi legt wahrlich eine unglaubliche Zeit vor.